Ja, moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es mal wieder ein Ranking. Das ist ja jetzt auch schon, glaube ich, fast ein Monat her, seitdem ich das Icebit und den Grave Ranking gemacht habe. Aber ja, ich hatte mal wieder Lust drauf und es tut mir auch leid. Es kamen wirklich nur noch Unboxings in letzter Zeit. Das ist, weil ich von der Filmbörse Neuss zum Beispiel viel mitgenommen habe. Aber ich habe auch viel bestellt und sowas. Deshalb kamen fast nur noch Unboxings. Heute nicht. Heute seht ihr mal mich wieder vor der Kamera. Und ja, ich glaube, das kommt auch sehr gut an. So, wenn man vor der Kamera sitzt, sein Gesicht zeigt und sowas. Und bisher waren die Videos, wo ich hier so vorsaß, oft mehr noch geklickt als irgendwelche Unboxings. Ja, deshalb, ich habe auch Spaß daran. Ich muss sagen, Rankings gefallen mir sehr, sehr gut. Und Filmreviews generell mache ich auch ganz gerne. Auch Filmreviews kamen jetzt länger nicht. Ja, bei Filmreviews. Das macht irgendwie gefühlt jeder. Aber so Rankings, ganz ehrlich, heute geht es mal wieder um ein Ranking und zwar um Scream. Ja, ich habe hier die Scream-Quadrilogie, da sind alle vier bisherigen Scream-Teile drin. Die lege ich mal hier weg kurz. Und ja, es ist ja Scream 5 angekündigt für, ich weiß nicht, ich glaube für nächstes Jahr sogar schon. Da bin ich aber sehr gespannt, weil ich finde, alle vier Scream-Filme sind gelungen. Muss ich sagen, der eine ist besser als der andere und sowas, aber das seht ihr jetzt im Ranking, ne? Wie ich so die Meinung habe zu den einzelnen Scream-Teilen. Ja, und anfangen tun wir mit Platz 4. Es gibt ja 4 Scream-Teile und deshalb der vierte Platz. Und das ist Scream 3. Ja, Scream 3 ist aus dem Jahr 2000 und sollte der Abschluss der eigentlichen Trilogie sein. Ja, dass ein vierter Teil kommt, war eigentlich so nicht geplant, aber da die Reihe so erfolgreich war und auch in den Jahren nach 2000, war Scream einfach ein großes Franchise und das, obwohl die Reihe eigentlich abgeschlossen war. Dann kam 2011 natürlich Scream 4. So, um nochmal ein bisschen Geld also einzunehmen und sowas. Und Scream 5 ist ja mittlerweile auch geplant, wie gesagt, für nächstes Jahr soll er angeblich kommen und genau. Aber es geht jetzt um Platz 4 und das ist ja, wie gesagt, Scream 3. Ja, da geht es einfach darum, Sydney, Gale und Dewey, das sind ja die drei Hauptcharaktere, gespielt von, also Sydney ist von Neve Campbell, Dewey ist von David Arquette und wie hieß er, Gale, genau, wird von Courtney Cox gespielt. Und das sind so die drei Hauptdarsteller in allen Scream-Teilen. Von denen, die sind immer dabei. Das ist so wie ein Frodo in Herr der Ringe oder sowas. Der muss dabei sein. Ja, Scream 3, warum er nur auf dem vierten Platz ist. Ich erkläre erstmal, was mich gestört hat. Dieser Film ist wirklich fast eher eine Komödie als ein Slasher. Der Film ist mehr lustig gemacht als brutal, so. Das sieht man auch an der erstmals FSK 16. Die ersten beiden Teile sind ja ab FSK 18. Beziehungsweise Teil 1 war ja sogar komplett geschnitten in Deutschland damals, als er rauskam. Den hast du ja wirklich uncut gar nicht bekommen. Scream 3 ist wirklich... Du hast einfach... Die Charaktere sind so doof, warum auch immer. Und das merkt man einfach. Die wollten diesen Film lustiger machen. Ich meine, Scream ist sowieso so ein bisschen Splatter mit Komödie gemischt und sowas. Das hast du alles drin, das soll Scream auch sein, aber dieser Teil ist einfach mehr lustig als alles andere und deshalb, das Ende und sowas ist zwar ganz gut gemacht in der Villa und zu diesem Film wurden sogar 3 verschiedene Enden damals gedreht, aber der Film ist immer noch sehr gut, wirklich. Also ich finde ihn immer noch gut, ist immer noch unterhaltsam, aber er ist halt einfach wirklich nur Platz 4, weil er einfach was schwächer ist als einfach die drei anderen Teile. Ja. Sydney ist mittlerweile in Teil 3 auch ausgezogen aus ihrer Kleinstadt und sowas, aber dann merkt sie, es kommen immer mehr Morde, weil in dem Film Scream 3 wird ja auch Step 3 gedreht. Step ist ja einfach nur in Scream so eine Filmreihe mit dem Ghostface-Mörder, genau. Und an diesem Set und sowas passieren jegliche Morde und sowas und das kann Sydney, also gespielt von Neve Campbell, nicht auf sich sitzen lassen. Dann geht sie wieder in die Kleinstadt und alles fängt eigentlich wieder von vorne an. Ghostface will
Sydney töten. Ja, gut sind natürlich immer noch die Splatter-Effekte und sowas, wenn die mal da sind. Die sind zwar was weniger in dem Teil, aber ja, die Charaktere sind natürlich immer noch cool und sowas. Und deshalb, ich würde diesen Film auch, wenn er wirklich der schwächste ist, würde ich ihn trotzdem noch weiter empfehlen. Ja, dann kommen wir zu Platz 3. Bei Platz 3 habe ich Scream 2. Und Scream 2 ist, würde ich sagen, auch ein richtig guter Film. Diese Reihe hat einfach wirklich keinen richtig schlechten Film. So, das ist das Schöne an Scream. Deshalb habe ich mir auch die Quadrilogie gekauft für viel Geld, weil die ist ja auch mittlerweile was seltener, die Quadrilogie. Und es ist einfach schön, diese ganze Reihe anzusehen. Scream 2 auf Platz 3 ist in Ordnung. Da war ich so ein bisschen am Nachdenken, tue ich Scream 2 dahin oder tue ich einen anderen Film dahin? Aber ich habe mich dann für Scream 2 entschieden. Da ist ja auch wirklich diese Szene im Kino vom ganz am Anfang. Da wird der erste Step gezeigt, wovon ich eben noch geredet habe. In Scream gibt es die Step-Filme und die werden da gedreht. Und Step 1 wird da gerade gezeigt im Kino. Und Step 1 ist einfach nur von Teil 1, von Scream 1 so gesehen, der Film im Film. Ne? Ich glaube, ihr kommt hinterher. Die meisten werden ja sowieso die vier Scream-Filme gesehen haben. Für die, die es nicht gesehen habt, guckt sie euch wirklich an. Wenn ihr auf Slasher steht und sowas, dann ist Scream genau das Richtige. Ja, und diese Szene am Anfang im Kino, worauf ich jetzt nochmal zurückkomme, ist einfach legendär. Die dunkelhäutige Frau und ihr Mann, sie sind im Kino und auf einmal sagt die Frau, sagt der Mann auf einmal, ich muss mal auf Toilette und sowas. Er geht auf Toilette, aber auf einmal kommt der Mann zurück mit Verkleidung und sowas. Und die Frau denkt sich so, ach, zieh doch die dämliche Verkleidung aus und sowas, weil jeder eine Ghostface-Verkleidung hatte. Ja, im Endeffekt war es aber dann der richtige Killer und dann wird sie halt mitten im Kino zwischen den ganzen Leuten abgemesselt und keinen interessiert es, weil alle sind so vertieft in den Film und feiern den Film. Da wird es auch rumgeschrien im Kino und sowas, das kennt man gar nicht. So, schon ganz gut. Ja, Sydney hat mittlerweile einen neuen Freund in Scream 2. Und weil, ja, zu Scream 1 komme ich gleich noch. Warum sie einen neuen Freund hat, das erzähle ich einfach in Scream 1 nochmal. Der kommt ja auch noch. Und Scream 2, der hat einfach so wieder diesen geilen Flair. So, den hatte einfach Scream 3 irgendwie nicht. Scream 2 ist einfach so wieder dieser richtig gute Slasher. So, die Leute sind ganz witzig drauf und sowas. Viel Blut und sowas. Der hat natürlich auch ein FSK 18. Und Scream 2 ist auch aus dem Jahr 1997. Ja, ich komme nochmal zu Sydney zurück. Sydney hat mittlerweile, wie gesagt, diesen neuen Freund und sowas. Und da sie so schlechte Erfahrungen gemacht hat im ersten Film, muss sie erstmal auf diesen neuen Freund klarkommen und dort, ja, er hat es nicht leicht mit Sydney nach diesen traumatischen Erlebnissen. Sie vertraut ihm nicht so ganz und sowas und bis ihr Freund dann erschossen wird und sowas und dann stellt sich raus, er kann ja gar nicht der Ghostface-Killer sein. Alles nimmt so seinen Lauf und sowas und am Ende kommt ein ganz unerwarteter Ghostface, aber dennoch guter Ghostface. Also guckt ihn euch gerne an, guckt euch generell diese ganze Reihe an. Wie gesagt, habe ich die Empfehlung ja schon ausgesprochen, aber ich würde sagen, um nicht weiter zu reden über diesen einen Film, kommen wir jetzt einfach mal zu Platz 2. Und da habe ich Scream 4. Ja, Scream 4 ist so wirklich diese neue Generation. Das ist so wirklich dieses neue Remake, kann man schon sagen. Aber gehört irgendwie noch zur Reihe. Es ist halt einfach ein Sequel. Und zwar ein richtig gutes, das beste Sequel, was Scream zu bieten hat, meiner Meinung nach. Und dort gibt es wirklich diese neue Generation. Du hast eine Emma Roberts zum Beispiel mit in der Hauptrolle. Und dann hast du noch diese ganzen Freundinnen von Emma Roberts, die einfach alle jung sind. Der Film ist ja aus dem Jahr 2011 und da waren alle wahrscheinlich so knapp um die 20, beziehungsweise vielleicht maximal 25. Das ist einfach so diese neue Generation. Sydney muss mittlerweile schon um die 40, beziehungsweise 45 vielleicht sein. Aber sagen wir erst eher 40 so. 45 ist es noch nicht. Und
alles nimmt wieder seinen Lauf. Sydney ist eigentlich mittlerweile ausgezogen aus der Stadt, aber hat muss einfach wieder zur Stadt zurückkehren, weil sie einfach merkt, shit, da ist ein neuer Ghostface und sowas. Der Film hat eine Menge geile Szenen. Der Film ist ab 16, ist, würde ich sagen, vielleicht sogar der heftigste der Reihe. Die Scream-Reihe ist generell nicht so die krass brutalste Reihe. Es gibt deutlich härtere Filme, aber Scream 4 hat es teilweise wirklich in sich. Alleine die Szene mit den beiden Häusern, mit den beiden Nachbarnhäusern, und dann sagt Ghostface am Telefon, ja, ich hab mich mal in einem Schrank versteckt. Ja. Und dann diejenige, die am Telefon ist, sagt so, ja, guck, ich guck mal in den Schrank rein, so. Du bist da nicht, du hast mich verarscht und sowas. Was soll das und so? Ich wusste nämlich, dass du da nicht drin bist. Ne? Dann meint Ghostface so, ja, ich habe auch nicht gesagt, in welchem Schrank. Und dann auf einmal sieht man so eine Szene im Nachbarhaus, wie Scream, also wie nicht Scream, sondern wie Ghostface aus dem Schrank rausspringt und die Nachbarin einfach komplett zerfetzt, wirklich. Das ganze Zimmer ist verblutet. Da habe ich auch gelesen, dass Scream 4, der bisher nach Braindead, der blutigste Film aller Zeiten ist. Da war irgendwie über 1200 Liter Kunstblut im Einsatz. Schon sehr, sehr krass. Und das sieht man wirklich in diesem Film. Scream 4 ist einfach ein richtig guter Slasher. Da kann man sagen, was man will, aber wirklich Props an die an Wes Craven, der auch alle anderen Scream-Teile produziert hat. Einfach nur eine geile Sache. Genau. Und dann fehlt uns noch Teil 1. Und der ist natürlich auch auf Platz 1. Ja, und was soll ich sagen? 1996, das Slasher-Genre war bis 1995, würde ich sagen, so ein bisschen stillgelegt. In den 80ern, 70ern, Anfang der 90er vielleicht, hattest du noch so die ganzen Slasher. Du hattest Halloween, du hattest Texas Chainsaw Massacre, du hattest Freitag der 13., du hattest A Nightmare on Elm Street, was hattest du noch? Hellraiser. Du hattest so geile Slasher, aber die waren alle in den 80ern und Ende der 80er, Anfang der 90er wurde das alles was stiller. So, da kamen so nicht mehr diese Slasher raus und sowas und das Genre war an sich so ein bisschen tot, kann man schon sagen. Bis 1996. 1996 brachte uns Wes Craven Scream. Ja, meiner Meinung nach auch vielleicht der beste Killer. Also für mich zumindest. Es gibt natürlich auch Leute, die feiern so einen Leatherface noch mehr oder noch einen Michael Myers oder sowas. Aber ich glaube, für mich ist Ghostface schon fast mit der coolste Killer. Vielleicht, ich weiß nicht, ich find Leatherface auch schon ziemlich geil, aber ich kann mich da kaum entscheiden. Es kam Scream. Und dieser Film hat einfach das ganze Splatter- bzw. Slasher-Genre wiederbelebt. Scream 1 auch ab 18 freigegeben, damals in Deutschland überhaupt gar nicht, konnte man den Uncut gar nicht gucken. Mittlerweile ist er mit der FSK 18 in Deutschland released worden. Seit, ich glaube, 2011, seitdem Scream 4 draußen ist. Und wirklich, die Anfangsszene schon, du hast die blonde Frau, die auch jeder kennt. Wenn man diese blonde Frau sieht, dann weiß man direkt, da geht's um Scream. Mit dem ersten Anruf, dieser Film beginnt auch mit dem ersten Anruf und sowas und dann nimmt das alles ihren Lauf und sowas. Sie wird terrorisiert vom Killer und sowas, im Endeffekt abgestochen und am Baum aufgehangen. Auch eine sehr krasse Szene, als die Eltern dann da reinkamen und ihre Tochter auf einmal da am Baum hängen sehen. Und dann nimmt alles ihren Lauf. Es ist wirklich super. Also Scream 1 ist vielleicht der beste Slasher aller Zeiten. Meiner Meinung nach. Es gibt natürlich immer andere Meinungen, aber ich finde Scream großartig. Ja, und wie geht der Film weiter? Du hast einfach diese College-Partys, wo dann halt einfach getrunken wird und sowas. Und dann hast du da drunter einfach einen Killer, einen Ghostface, der am Ende sogar... Ich erzähl's nicht, ich spoiler nichts. Guckt euch Scream an. Wirklich, ich will nicht spoilern. Aber wie gesagt, du hast diese College-Partys und du hast einfach einen Killer da drunter, so, der einfach, wo du dann weißt, das muss doch einer der Schüler bzw. der Studenten da sein. Es
ich habe, wenn ich darüber rede, habe ich schon direkt wieder Bock, diesen Film zu sehen. Der Film ist wirklich mega brutal teilweise. Der hat wirklich ein paar sehr blutige Szenen. Aber das Ganze, dieser Charme und sowas und diese ganze Präsenz von einem Ghostface und warum und diese Charaktere und sowas und warum das alles so gut funktioniert, das kann ich gar nicht sagen. Es ist halt einfach wirklich Scream 1. Dieser Film, für mich einer der besten Slasher, wie ich schon sagte. Vielleicht sogar der beste Slasher, den ich je gesehen habe. Ja, dann habe ich, glaube ich, alles genannt, so auch zu dem Film. Für mich, wie gesagt, der Anfang am besten, aber der letzte Teil, der vierte, auf Platz 2, das ist schon, hat auch wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Dann hoffe ich, dass euch das Ranking gefallen hat und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video vielleicht wiedersehen. Und dann bedanke ich mich, wie gesagt, fürs Zusehen und bis dann. Ciao.